Dejan, mit dem 3:0 gegen den LASK heute habt ihr den Vizemeistertitel besiegeln können. Was sind deine abschließenden Worte zu dem Spiel heute und zu der Saison im Allgemeinen? Ja, wir sind überglücklich, dass wir Zweiter geworden sind, die zweitbeste Mannschaft. Und heute waren wir einfach der verdiente Sieger und ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit der Saison. Es war heute dein letztes Spiel und dann nochmal zum ersten Mal seit Monaten vor 3000 Fans. Wie war das Gefühl, da rauszugehen und die Fans zu sehen? Ja, vorm Spiel war ich schon etwas traurig, dass es mein letztes Spiel sein wird für Rapid. Aber ich wollte unbedingt das Spiel gewinnen, das war für mich wichtig. Und wir wollten das alle und jetzt gehe ich mit einem guten Gefühl in den Urlaub. Jetzt geht deine Reise weiter. Gibt es noch abschließende Worte, die du an die Rapid-Fans und an den SK Rapid richten möchtest? Ja, ich möchte mich nur bedanken, weil 15 Jahre bei einem Verein, ich habe schon erwähnt, ein Trainingsgelände, ein Stadion kenne ich nur Rapid. Rapid bedeutet mir sehr viel. Ich danke den Fans, ich danke allen Verantwortlichen und euch auch natürlich für die Fragen, was ihr mir immer stellt da. Und also nur danke, danke, danke. Vielen Dank und alles Gute in Köln. Dankeschön. Sonny, Vizemeistertitel fixiert zu Hause vor 3000 Fans. Wie zufrieden bist du mit eurer heutigen Leistung und mit der Saison im Allgemeinen? Ja, sehr zufrieden. Ich glaube, das Spiel heute hat uns wieder viel zurückgegeben, was wir in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen vermissen lassen haben. Wir waren auch kampfstark, wir waren leidenschaftlich und haben auch die Tore gemacht. Wir haben nach vorne gespielt, gut verteidigt. Das war in Summe ein sehr verdienter Sieg und wir sind froh, am zweiten Platz zu sein. Du bist aufs Feld gekommen und hast von Maxi Hoffmann die Kapitänsschleife umgebunden bekommen. Beschreib uns den Moment ganz kurz. Ja, muss ich Maxi auch Danke sagen. Super Geste von ihm. Meine Zukunft ist, weiß ich noch nicht ganz genau, was ich machen werde, aber es scheint so, also wäre es das letzte Spiel gewesen. Und deswegen danke ich Maximilian natürlich dafür. Es war großartig, wie die Fans mich empfangen haben. Ich bin dem Verein ewig dankbar, jeden einzelnen Fan und lebenslang Rapid. Schöne Schlussworte, danke dir. Danke.